In der Halle geht unvermindert das muntere Treiben weiter. Die Gutachter sind im vollen Einsatz. Bärbel Thomas besitzt Liebesbriefe von Max Immelmann, dem bedeutendsten Jagdpiloten des Ersten Weltkriegs. Hier sind Briefe, die noch zwei Weltkriege überstanden haben, drin, die Max Immelmann an meine Großmutter geschrieben hat. Und ich habe mir gedacht, vielleicht kriege ich 1600 Euro dafür. Aha. Ja. Und das sind alles Originalbriefe? Das sind alles Originalbriefe, die zum Teil über 100 Jahre alt sind. Und wer ist Elschen? Oder das ist meine Oma. Die Zeit damals war so, dass der Mann der Verlobten gegenüber... Schönen guten Tag. Entschuldigung. Oh, och, hallo. Frau Thomas. Frau Thomas. Ja, guten nicht Tag. Da. Hallo. Albert, du siehst bezaubernd. Dankeschön. Oh, was habt ihr denn hier? Wir haben was Tolles hier. Also es gab im Ersten Weltkrieg den berühmtesten deutschen Kampfflieger Max Immelmann. Den kenne ich sogar. Habe ich schon von gelesen. Und die Dame ist... Die Verwandte von Max Immelmann. Naja, und wie sagt man da genau? Max Immelmann war der Verlobte meiner Großmutter. Der Verlobte der Großmutter? Der Verlobte der Großmutter. Und dann gab es irgendwann mal fies Ärger. Nein, da gab es keinen Ärger. Er ist abgestürzt, bevor er sie heiraten konnte. Also gab es doch Ärger. Ja, gut, ist schon lange her, deswegen. Ja. Und was sind das jetzt für Briefe? Das sind die Liebesbriefe, die er ihr geschrieben hat. Und jetzt verstehe ich den melancholischen Ausdruck in den Augen von Albert. Er ist ganz also solchen weg. Brief hast du ganz sicher noch nie erhalten. Lies mal kurz. Einen Liebesbrief mit Schreibmaschine geschrieben. Ich glaube, das kommt nicht oft vor. Nein, auf der anderen Seite, heute geht es per SMS und dann ist Schluss. Ne? Aber ich finde es natürlich sehr, sehr schön, dass diese ganzen Liebesbriefe immer weiter vererbt worden sind. Ja, das ist hier die reine private Seite. Und das ist nichts Rares, das ist was Einmaliges. Da muss ich Ihnen recht geben, das macht es natürlich genauso schwer für mich, da einen Preis festzusetzen. Ja, das dann gehen wir mal Beispiel ganz kurz in dich. Ja. Weil es muss dann ja trotzdem mal einen Opa gegeben haben. Ja, den hat es gegeben. Wie kam das? Und zwar war ja meine Großmutter als Verlobte natürlich bei der Trauerfeier anwesend. Mhm. Und das war natürlich auch damals schon ein mediales Ereignis. Es gab also ein Foto von ihr in der Zeitung. Und auf diesem Foto hat mein Großvater sie gesehen und hat gesagt, die Frau heirate ich. Nein. Und wer meinen Opa gekannt hat, der wusste, wenn er sagt, das mache ich, dann passierte das. Und so hat er sie dann geheiratet. Also im Prinzip ist dann, sind ja zwei wunderschöne Geschichten zusammengekommen. Ja, aber warum gibt man das denn auf einmal dann weg oder möchte es weggeben? Ja, erstens kann ich die Briefe nicht lesen. Und ich muss so sagen, meine Kinder haben dann schon gar keinen Bezug mehr dazu. Und da habe ich mir gesagt, wenn ich mal nicht mehr bin, dann gehen die auf die Müllhalde. Und das wäre schrecklich. So, Albert, jetzt aber du mal zur Tat. Diese Postkarten würde ich allein auf 300 bis 400 Euro schätzen. Also das ganze Lot 1000 Euro. Mhm. Ich habe da oben ein paar Herrschaften sitzen, von denen bin ich überzeugt, die haben Geld mitgebracht. Und ich habe sie hier. Die Händlerkarte. Oh, schön. Weil ich will erleben, was passiert. Die ist schon mal für Sie. Dankeschön. Ich bin ganz, ganz glücklich, dass ich hierher gekommen bin. Ich habe doch ein bisschen was über die Briefe erfahren. Und ich habe die Händlerkarte. Ja, ich freue mich auf eine gute Verhandlung. Und ich bin ganz gespannt, was da oben passiert. Wird Bärbel auch unter den geschätzten 1000 Euro schwach? Guten Tag. Dankeschön. Ich habe Ihnen was ganz Besonderes mitgebracht. Die Liebesbriefe von Max Immelmann an meine Oma. Oh. Aha. Können Sie mir das mal geben? Aber gern. Dass wir, bevor du noch hänge, wieder anfängt. Ja, da sind Postkarten dabei, da sind Briefe dabei. Gib mir mal ein paar Briefe her. Sind das romantische Briefe? Liebesbriefe sind dabei. Reine Liebesbriefe. Reine Liebesbriefe. Ja, und ich muss auch so sagen, das ist ja dieses Einmalige an diesen Briefen, ja? Von seinen Kampfhandlungen. Da gibt es viele Beschreibungen. Mhm. Aber Liebesbriefe, gibt's die hat er nur an meine Oma geschrieben. Ah. Er war halt auch nur ein Mensch. Ja, er war ein Mann. Genau. Ein ritterlicher Mann. Was habt ihr euch denn da vorgestellt? Wie meinen Sie das? Ja, preislich. Na, ich frage mal, was ist es Ihnen wert? Also ich habe einen Freund, der ist Militärsammler. Ich dachte, wann ist er denn gestorben, der Gute? Wissen Sie das? Ja, 1916 ist er abgeschossen worden.
Und dann von seinen eigenen Leuten. Munkelt man. Also ich würde Ihnen 300 Euro dafür geben. Na, dafür würde ich es aber wieder einpacken. Dann gebe ich 500. Bist du mehr wollt, da kannst du mehr geben, das ist doch gut. Aber ich bin hier schon am Schreiben an meinen Kumpel. Ich sag 1000. 1200, dann habe ich noch mal Zeit. Ein bisschen mehr ist möchte doch, Ihnen, gut, möchte Ihnen so haben. Eine historische Gestalt schon wert sein. Das langt doch 1200 für den Walter. Oder Susanne, bietest du mir? 1500 sind wir im Geschäft. Sagen Sie 1600 und ich bin dabei. Da fragt uns gleich gar keiner mehr, gell, Fabian? 1600 gebe ich. Okay. Aber wie gesagt, es ist wirklich was. Mein letztes nichts Wort. Rares, es ist was Einmaliges. Ich steige bei 1800 aus. Aber es ist wirklich was Tolles, muss ich sagen. Also bei 2000 bin ich raus. Dann kannst du es haben. Dann ist mir das Risiko zu groß. 2000 ist okay für mich. Waldi, da bedanke ich mich zahlst ganz du in herzlich. Bar heute? Ja, immer. Das ist ja schön. Ja, da kommen Sie mal her, junge Frau. Ja, was machen Sie denn jetzt mit meiner Kohle? Darf ich das fragen? Ich werde das gewinnbringend unter die Leute bringen. Ich bedanke mich ganz herzlich danke und wünsche Ihnen heute noch gute Geschäfte. Ne? Ja, ich glaube, ich mache heute keins mehr. Wiedersehen. Tschüss. Schauen Sie noch mal. Und? 2000 Euro habe ich für die Briefe gekriegt. Also Gratulation. Selten jemand gesehen, der so glücklich ist. Ja, ich freue mich. Und wenn ich ganz ehrlich bin, verstehen Sie mich nicht falsch. Ich habe gedacht, keiner unserer Händler steht auf Liebesbriefe. Ehrlich, habe ich nicht mit dir. Deswegen habe ich schon mal besorgt, um die Sammlung eigentlich größer zu machen. Ja. Und zwar etwas ganz Besonderes. Ja. Nämlich die Originalzeitung von 1916. Wahnsinn. Mit dem Bild, wo Ihre Großmutter zu sehen ist. Ja. Und die dürfen Sie niemals verkaufen. Nein, das mache ich auch nicht. Haben Sie recht, recht herzlichen Dank. Ich sehr, sehr gerne. Wir haben ja Connection riesig. In alle Richtungen. Ach, sehr schön. Kommen Sie gut nach Hause. Ja, einmal ne? drücken. Und behalten Danke. Sie sich statt Strahlen. Ne? Ja, das behalte ich. Ja. Dankeschön. Tschüss, Frau Thomas. Tschüss.